Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Alien Isolation. Wir sind kurz davor, mit Apollo zu reden. Oh, ein Ausweis. Ja, wir sind kurz davor, mit Apollo zu reden, um ihn zu fragen, ob er denn möglicherweise mal die bösen Androiden so ausstellen könnte und so. Das wäre super. Finde ich ganz toll. Ganz, ganz toll. Warte, ich muss mal kurz das Licht hier ausmachen. Zack. Also, im Real Life. Ja, ich habe ein Real Life. Sicherheitszugangsgenerator. So, den können wir doch hacken. Da. Da hinten ist das. Hier, das und... Ah, nein! Oh mein Gott. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich irgendwas falsch eingegeben habe. Der Wahnsinn! Es gibt noch erste Male. Linker Serverspeicher aktiviert. Rechter Serverspeicher aktiviert. Boah, jetzt sind wir Admin. Durchsuchen Sie die linke Konsole des Serverspeichers. Durchsuchen Sie die rechte Konsole des Serverspeichers. Okay. Right Hemisphere Servers. Da gehen wir mal hin. Hier ist nichts, ne? Aber... dort ist etwas. Ein sehr gruselig gehender Androide. Ach, scheiße, kommt da durch. Nee, doch. Er geht weiter. Haben wir nochmal Glück gehabt? So. Wir müssen ihm aber nachgehen, glaube ich. Hier ist es nämlich nicht, wo wir hin müssen. Oder ist es das hier? Irgendwie? Nee. So, gucken wir mal. Der ist da in die Tür gegangen, bestimmt. Gehen wir ihm mal hinterher. Ich gucke erstmal auf die Karte. Ja, genau, ich muss da rein. Uah! Das sah ja ganz komisch aus. Ich versteck mich. Versteck dich. Ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt besiegen können. So. Also. Die haben so einen Gummianzug an. Ich weiß gar nicht, ob der Elektroschocker dann noch was bringt. Boah, das ist jetzt mal eine Frage. Hui. Naja, die Shotgun wird wohl immer noch was bringen, aber so viel Munition haben wir dafür, glaube ich, auch nicht mehr. Okay, kommt er jetzt? Oder kommt der eher nicht so? Dass da aber auch die Musik so losgeht. Wie früher beim Alien. Weißt du, es ist so eine Musik, wo du dann denkst, wow, krasser Gegner, gegen den kann ich nichts tun. Serviceanforderung aus Warteschleife entfernt, ja. Ja, richtig. Ja. Ich bin mir dann, glaube ich, ziemlich sicher, dass der Elektroschocker nichts bringen wird gegen die. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich sehr doof. Vielleicht ja der... Ach, kacke, den Flammenwerfer haben wir ja auch nicht mehr. Und die Schrot haben wir ja auch gar nicht dabei. Ach, die haben wir ja abgegeben. Scheiße, dann sind wir ja tatsächlich hilflos ausgeliefert.
Oi. Na toll. Aber wir können noch unsere anderen Sachen nutzen. Sowas wie Geräuschmacher. Geräuschmacher ist gut. Geräuschmacher können wir sehr gut nutzen. Indem wir den da hinten irgendwo hinwerfen. So wie man einen Geräuschmacher nun mal benutzt. Dies könnte meiner Aufmerksamkeit bedürfen. Nein, ich glaube nicht. Scheiße. Wieso sieht der mich denn? Komm raus, wo immer du bist. Nein. Geh weg. Ich mag dich nicht. Ich werde sie sowieso finden. Jetzt wird er aber aggressiv, ey. Ich werde sie sowieso finden. Wow! Alter Schwede! Verzieh dich! Ah! Alter! Kann ja richtig was. Okay, ich muss eine von Ihnen einschalten, um Zugang zu den Sicherheitsspeichermodulen zu erhalten. Das muss zum Kern führen. Ohne Strom läuft hier nichts. Eieiei. Sie können alle die Diaboliken immer erkennen. Das war knapp. Das war so interessant. Alter, voll. Rohrbombe haben wir auch noch. Weißt du, Waffen abgeben, aber Rohrbomben behalten. So, EMP-Minen kann man immer gebrauchen. Der torkelt immer noch da draußen rum. Was mir sehr gut gefallen tut. Kacke. Alter. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Oh, die Dinger sind ja scheiße. Ich glaube, ich schalte die am besten mal irgendwie zusammen aus. Wenn die zusammenstehen, werfe ich die mit einer Granate, mit einer EMP-Mine ab. Dann jetzt zum Beispiel. Oh! Oh! Ei! Das macht denen ja gar nichts. Wie unfair ist das denn?
Wie unfair ist das denn bitte? Kann ich keinen Elektroschocker benutzen? Keine MP-Minen? Bleiben mir nur noch Rohrbomben und Molotow-Cocktails. Dieser Bereich ist gesperrt und ich weiß, dass Sie hier sind. Alter Schwede. Wie lästig. Kommen Sie bitte raus. Wegen Ihnen verschwende ich ferne Zeit. Das ist echt unfair. Hier ist noch immer etwas verkehrt mit mir. Ich werde sie sowieso finden. Das ist sicher ein Selbstverständnis. Ich geh weg. Meine Zeitverschwendung entführt mich dann einen ausführlichen Bericht. Ja, oh, der andere auch noch, ey. Hier ist noch immer etwas verkehrt. Ja, du bist verkehrt. Du bist verkehrt gepolt. Ist das jetzt drei oder was? Ich werde der Sache nachgehen. Ist der eine nicht nach links gegangen? Oh, jetzt ist aber mal gut hier. Suche wird abgebrochen. Ja, gut. Wie auch hoffen, du. Es sind echt drei jetzt, ne? Ist das gemein, ey. Da sind zwei und da hinten ist noch einer. Boah, ist das gemein, Alter. Gut, wie mache ich das? Geräuschmelder, ne? MP-Minen kann ich vergessen. Geräuschmacher. Sind dort. Einer ist hier vorne. Vor der Tür. Zwei da hinten. Der geht gerade Richtung dort. Wow. Nicht sein Ernst, oder? Hat er mich gesehen? Nee, ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Das ist jetzt vier? Nein. Kann nicht sein. Nee, es sind drei. Okay, okay. Wir befinden uns heute auf einer erhöhten Gefahreneindämmungsstufe. Es sind tatsächlich vier. Geräuschmacher interessieren die einfach auch nicht, ey. Ich habe irgendwas aktiviert. Was muss ich damit machen? Zugriff auf den rechten Speicher. Achso, jetzt muss ich... Jetzt muss ich dahin, wo ich gerade den Geräuschmacher hingeworfen habe, durch diesen Lüftungsschacht wahrscheinlich. Ja, toll. Ist das behindert, ey? Ist ja schlimmer als das Alien. Okay, der kommt hierher. Der hat mich auf jeden Fall gesehen. Oder? Oder nicht?
glaube, das steht jetzt direkt rechts neben mir. Oder nicht? Hallo? Oh. Geh weg. Oh, ich sehe das immer so spät erst, ey. Mit dem Luftanhalten. Ja, jetzt brenne ich selber. Oh. Ach komm, was hat das denn jetzt? Ach komm. Oh Mann. Muss ich denn jetzt noch... Bin ich jetzt wieder... Oh. Ach komm. Na gut. Ich bin auch schon länger nicht mehr gestorben, ne? Seit das Alien weg ist. Ah, das ist aber auch ein Krampf mit denen. Linker Serverspeicher aktiviert. Rechter Serverspeicher aktiviert. Ja, ja. Schon okay. Wow. Ich möchte das gerne mal ausprobieren. Wie die so auf. Geh auf. Feuer reagieren. Scheint den nicht großartig zu interessieren. Wie wär's denn mit einer Rohrbombe? Ich warte erstmal, bis es aufhört zu brennen. Ah, es ist ja jetzt schon. Ja, ja auch. Geh auf. Keine Ahnung, ob das was gebracht hat. Zugang zu den Sicherheitsspeichermodulen zu erhalten. Ah, jetzt war es ein anderer, oder was? Zugriff zu den Sicherheitsspeichermodulen habe ich gekriegt. So. Wow. Ja, verschwend doch deine Firmenzeit, ist mir doch egal. Ich spiele nie Spielchen. Wiederherstellen. Drück doch auf den Knopf, um den Strom wiederherzustellen. Das kratzt die einfach gar nicht. Ja! Wo kommt er denn her? Nein. Gehen Sie bitte. Und lassen Sie mich. Gut, ich komme wohl tatsächlich nicht gegen die an. Ich verschwinde. Maske auf. Danke. Ich bin weg hier. Kann ich mich irgendwo verstecken? Kann ich irgendwo, muss ich hier drücken? Nee. Da kann ich mich verstecken. Hahaha. Die können ja gar nichts.
Ja. Gut. Gut zu wissen, dass ich gegen die vollkommen machtlos bin. Jetzt kommen die. Kommen die dort. Sixen, morgen, gemeinsam. Ah ja, okay. LT muss ich drücken zum Luftanhalten, ne? Glaube. Ja, aber der geht, glaube ich, dran vorbei. Gut, ich bleib mal nochmal kurz hier in diesem Schrank. Und würde sagen, nächste Folge gucken wir mal, ob wir irgendwie an denen vorbeikommen. Und wenn ich da irgendwie kreischend durchrenne, einfach um die irgendwie zu umgehen. Gut, aber wie gesagt, das mache ich in der nächsten Folge. Bis hierhin, vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Tschüss.